Ja, jetzt steht hier nein. Die Frage ist halt nur, wer sagt nein? Und damit erstmal willkommen zurück zu einer neuen Folge von World of Final Fantasy. Nach dem grandiosen Finale sind viele, viele Fragen, die noch geklärt werden müssen, offen. Und ja, wir drücken einfach mal auf nein. Mal gucken, was passiert. Und wir hören sofort Rains Stimme. Okay, ich habe keine Ahnung, warum sie jetzt hier irgendwo in einer fremdartigen Welt ist. Sie scheint nach unten zu purzeln in irgendeinen Abgrund, aber warum? Ich meine, sie ist ja die Einzige, die überlebt hat. Naja, weigert sie sich denn wirklich? Okay, sie weigert sich. Ja, das ist natürlich scheiße, ja. Ja, da hat sie recht. Also ich denke, da kann man ganz gut mitfühlen. Oh, wer ist das? Alter. Ist das die Entwicklungsform von Tama? Wir können die Fäden der Zeit einfach so verändern. Okay, also ich habe irgendwie was anderes erwartet, muss ich mal ganz ehrlich sagen, aber das kann ich ja später nochmal erzählen. Und vor allem, wer war das? Und warum sollte Opfergabe erhalten? Dieses namenlose Mädchen hat so viel Macht und kann die Zeit verändern. Wie krass ist denn das? Aber nochmal, warum sollte dieser eine Mirage, Epilog, zeig mir dein Lächeln, seine angeblichen neuen Leben für uns opfern? Warum? Ach, und wir starten echt hier wieder am Anfang. Das ist ja krass. Was ist ein Tama? Er kennt Tama nicht? Ja, dass das Tama ist, habe ich mir schon gedacht, aber warum kennt Landy jetzt nicht mehr? Oh Mann, die sind jetzt Ewigkeiten mit dir rumgezogen und sie hat Tama nicht erkannt. Das ist schwach. だからタマってなんだよ。姉ちゃんどうしたの？わけわかんねえって。本当どうしたんですかね。ランじゃなくてレーンがボケに回るなんて。セラフィー？どうして？どうしてここに？え？何？なんでセラフィーにびっくりしてんの？それこそずっと一緒に冒険してんじゃん。本当に姉ちゃんどうしたんだよ。Das ist natürlich jetzt ein bisschen strange. タマですか？もしかしたらですが、タマモ姫のタマですかね？レーンがどこで知ったのかわからないですが、随分懐かしい名前ですね。まったく、なんだかわかんないけど、さっさと連中ぶっ倒しに行こうぜ！ダメ！はあ？タマが命と引き換えにくれた新しい時なんだ。考えなきゃ。Tja, die Frage ist, was macht Wayne jetzt? このまま行ってもダメなの。なんで？ Erzählt sie jetzt Len, was sie erlebt hat? 私たちの元々の目的って何だった？Immerhin weiß sie ja, dass die Eltern oben warten. どうしてこの世界に来たの？なんだよ、急に。いいから答えて。まあ、元々って話なら。
ミラージュ集めてれば記憶が戻るかもって話で、あと家族にも会えるかもってエナクロに言われてとか。そうだよ、奴らを倒すことなんて目的になかった。そりゃそうだろう、あんな奴らのこと知らなかったし。そもそもマシンをこの世界に呼んじまったのは俺らなんだから責任を取らねえと。母さんや父さんと戦って、そして最後は自分も犠牲にして。はあ、何の話だよそれ。それに奴らを倒してもこの世界も未来も何もいい結果にならない。 Naja, das wird Len wahrscheinlich gar nicht glauben. 最後どうしたんだよ姉ちゃん、マジで何言ってるんだよ。 Die Frage ist, was will Len jetzt machen? なんとかしなきゃ。 Okay, das ist ein Plan. Zuerst die Maschine aufhalten, okay. そうかもしれねえけど、この先にいるあいつらを倒してよ。だからそれじゃダメ、意味ないの。まずはあの穴を閉じなきゃ。それにはもっとミラージュを集めて、もっと力をつけて、もっと過去とも向き合わなきゃ。おーい姉ちゃん、母さん父さん、やっぱアウィン姉さんともちゃんと話さないと。それに姉ちゃん、ちょっといい加減にし。ミラージュをもっと集めて強くなって穴を閉じる。奴らを倒すのはその後でいいよ。ちょっと待てって、そんな悠長なこと言ってる場合じゃ。だから急ごう、ミラージュ集めと穴塞ぎ。その前にアウィン姉さんを止めないと。ねえセラフィー、アウィン姉さんが呼び出してたミラージュのこと。Ich wollte gerade sagen, weil die Idee ist ja gar nicht mal so schlecht, aber Vin ist ja bereits um und kämpft gegen die. あれはセイレンですね。私と同じ。Namahin haben die an das gedacht. Das wäre sonst unlogisch gewesen. Ich habe mich echt die ganze Zeit gefragt, was passiert mit der alten, die ist ja sowieso oben. アウィン姉さんのセイレンとコンタクトって取れる？グリモワル内にいるのなら可能だと思いますね。じゃあ、お願い。わかりました。じゃあちょっと行ってきますね。Bin so, bevor ihr Eiska sagen könnt. 最後に。長いこと閉じ込めてしまって本当にごめんなさいって伝えて。なあ、das musst du selber sagen, Wayne. Also die Botschaft überbringen zu lassen reicht nicht aus. はいはい、了解です。姉ちゃん、事情説明してくれよ。できるところはね。Ich wollte sagen, sie könnte es versuchen, aber. Ob er das checkt und vor allem, ob er ihr das auch glaubt.Aber ist ja echt komisch, da haben wir keine Tama mehr. Und wir sind wieder in Ballam Garden. Ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir gehen erstmal den Hauptweg lang. Vielleicht kriegen wir noch irgendeine andere coole Story. Ach ja, wenn wir schon mal hier unten sind, es hieß ja, den Ballam Garden irgendwie zu umgehen wäre eine coole Sache. Aber ihr seht ja schon, hier ist nicht viel zu umgehen. Es sind ganz, ganz wenige Pfade. Und ich würde am liebsten auch hier alle...Gegenden erforschen, aber gibt's ja nicht. Laut Karte ist das Gebiet ja sehr, sehr klein und ja, schade. Das meinte ich ja mit, dass die Welten alle so karg sind. Hitotsu kikasete. Anata wa omoi dashite iru no. Jibun jishin wo mizukara ga okashita kako. Naja, Wayne schon.全てじゃないけど、だからこそもっとミラージュを集めて記憶とも向き合うつもりです。それで私を呼んだのはなぜ。このまま彼らと戦ってもアウィンね、アウィンさんも私たちも何一つ望みのものは手に入りません。そんなことわかるわけない。わかるんです、もう見てきたから。だから、あいつらと戦う前に、この世界を救うために、私たちに協力してください。何をするの？あの穴を使うんだ。アルテマゲート？あれを何に使うの？Einsetzen würde er es. Ich dachte, wir wollen schließen. もともとあれはアウィン姉さん。いや、召喚師たちの力がないと開かないんだ。召喚師は、異世界のミラージュをこの世界に導く力を持ってます。それは世界と世界をつなぐ力。
そういう力が、あなたたちミラージュ使いの方が強いわ。まあ俺も、ついさっき一人でいろいろ思い出してる姉ちゃんに聞いたんだけど。ミラージュ使いの力は、召喚師のそれとは違います。ミラージュ使いは、父のようなクリエイターの力で生み出した小さな世界の中にミラージュを閉じ込め、それを解放して彼らの力を使ってるだけなんです。ただしそれにはルールを曲げるブレイカー、母のような力が必要なんですが。そうだったの。だからルース様とローク様、そしてあなたたちは、ehrlich gesagt, konnte ich das jetzt gar nicht so wirklich folgen. さらにブレイカーは、その保有しているミラージュの力を抽出し、自らの力にもできる。だから俺たちはミラージュを集めるほど強く。Also sind wir eher bändiger oder was oder wie? ミラージュを集めたことは、結果、母さんから力を奪うことにもなった。待って、あなたたちが世界をつなげる力を持たないなら。あの時ブレンディレスを呼んだ時、俺はアウィン姉さんの力を使ったんだ。あのクリスタルの檻で。そうだったんだ。確かにあの檻は私の力を強制的に引き出すように感じた。だからブレンディレスたちに私の姿と力の一部をいいように使われて。ちょっと待って、じゃあやつらは。そう、赤の予言で世界や私たちを騙し、ラーンにゲートを修復させ、召喚師の力を集めて再び異界と道をつなげた。はい、そこまでは分かったわ。それで最初の話、アルテマゲートを一体どうするの？破壊をしたところで。分かってる。あれを壊したって、ブレンディレスを倒したって、この世界に溢れてしまったマシンはどうにもならない。だから逆にする。逆？はい、umkehren will er es. Okay, wie werden das schaffen? マシンやブレンディレスたちを向こうに送り返す。 Naja, ist eine gute Idee, aber wie sollen das funktionieren? 力を貸してもらいたいの。今さら頼み事なんて虫のいい話だ。Also, wenn ich es richtig verstanden habe, müssten die ja alle Beschwörer, die es gibt, irgendwie versammeln, dann noch zum Portal das irgendwie schaffen und dann muss Len, obwohl er nicht weiß, wie es geht, das Portal aktivieren mit der Hilfe von Vin. Und das mit Ungewissheit, ob das überhaupt funktioniert. Demo. Hi. Jetzt lag er mir noch als Wackenheit. Soremo Arukedo. Jetzt lag er noch gerade da. Anatolemo Stimas.でもそれは私に、私たちに任せてください。分かった。その時が来たら声をかけて。 ありがとうございます、アウィンさん。昔みたいに姉さんでいいわよ。まあそんな呼ばれ方。 Naja, zumindest scheint es so zu sein, als ob zwischen denen wieder alles heile ist. So richtig entschuldigt hat sich Len aber auch noch nicht bei Vin. これは幸せを生み出すって。だからな。さてさて、ミラージュをもっと集めるなら、私のゴシップギャザーの出番ですかね。Tja, aber ist das nicht interessant? Das muss ich noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also.Ich kann es gar nicht zusammenfassen, weil es war jetzt wieder ganz viele Informationen, die müsste ich erstmal irgendwie sortieren. Also, Vin ist diejenige, in der halt die Macht fließt. Die Macht von Beschwörern. Und sie ist ja auch eine Beschwörerin, weil sie hat ja Siren oder Sirene an ihrer Seite. Und nur mit der Macht von Beschwörern kann man eine Welt, oder anders gesagt, eine Brücke zwischen zwei Welten erzeugen. Dass eben die eine Seite zur anderen kann.Oder eben die andere Seite wieder zu der einen. In dem Fall ist es eben, dass die bösen Maschinen einkehren konnten in unsere Welt. Dafür brauchten die also diese ganzen Beschwörertypen. So, jetzt hat aber hier Len und Vin gesagt, okay, eigentlich können wir das Tor
die Brücke zwischen den Welten gar nicht öffnen. Die haben es aber schon geschafft. Und Len meinte jetzt, warum auch immer, ich habe keine Ahnung, wie er jetzt urplötzlich darauf kommt, dass er die Macht von Wind nutzen konnte. Nur dadurch, weil wir haben ja in der letzten Folge gesehen, wie er das Tor geöffnet hat. Und jetzt sagt er, er hätte es gar nicht machen können. Also eigentlich ist er ein totaler Scheißkerl. Ja, nur durch ihn konnte die Welt hier geöffnet werden. Und vor allem, da haben sie Wind auch noch in dem Kristall gelassen. Und was ich auch nicht verstehe, wieso wollten denn diese Bösen, der Brandiles und die zwei Handlanger, die ja unsere Eltern sind, warum wollten die, dass wir das Portal öffnen? Hätten die das nicht selber öffnen können? Weil die haben ja gerade selber erklärt, die brauchen ja nur Beschwörer. Und die hatten doch bereits vier Beschwörer von uns. Plus Vin in ihrem Kristall. Und die Eltern, die ja jetzt die Bösen sind. Die hätten doch das Portal auch selber öffnen können. Das ist das, was ich jetzt hier nicht verstehe. Warum hat es Len und Wayne bedarft, zu dem Ultima-Portal hinzustiefeln, dass wir das aktivieren? Warum? Warum haben die das selber nicht geschafft? Naja, vielleicht fällt es mir irgendwann nochmal ein. Habe ich bestimmt irgendeinen Teil übersehen. Aber ihr fleißigen Zuschauer, ihr habt ja auch eure Meinung hier zum Spiel. Und wer da eine Idee hat, weil ich habe auf jeden Fall irgendwas übersehen, der kann es ruhig gerne mal reinschreiben. Es sei denn, ich komme hier selber nochmal darauf. Naja, dann gehen wir erstmal hier durch das Portal zurück. Ja, warum brauchten die nur uns? Oder weil wir eben die Macht hatten? Ach nee, haben wir ja gar nicht. Ich meine, der Brandiles hatte ja unsere Eltern. Und unsere Eltern, die haben doch wesentlich mehr Macht und Power als wir. Verstehe ich nicht. Und er hatte sie ja unter der Kontrolle gebracht. Kann mir jetzt keiner erzählen, dass unsere kleinen Parents keine Macht mehr hatten, um das Portal zu aktivieren. Die Plejaden, stimmt, ja, das waren die vier Stück, die wir da freigesetzt haben durch die Schlüssel. Odin und so. Ja, sieben insgesamt, das würde ja passen. Vier Schlüssel plus die drei, die wir von Anfang an schon kannten. Naja, dann ist doch der nächste Pfad doch direkt mal gelegt für uns. Also wir werden erstmal die anderen vier Plejaden einfangen oder jagen, besiegen. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen müssen. So, jemand hier auf die Karte. Und dann müssen wir auch schon wieder direkt zurück. Okay, naja, ich werde erstmal noch ein bisschen meine Gedanken sortieren. Ich weiß noch gar nicht, was ich mache. Ich wollte eigentlich die ganzen Minispiele erstmal zeigen und präsentieren. Vielleicht werde ich mich doch dafür entscheiden, die Plejaden zu jagen. Na egal, wir sprechen erstmal Seraphie an. Ja, genau, hat sie doch schon immer um beides gekümmert. Vor allem, selbst wenn ich auf Vorspulen drücke, dauern die Textpassagen übelst lange. Das ist ja witzig. Okay, das war jetzt nicht so interessant. Ich will nur einfach mal wissen, was sie auf dem Kopf hat, weil ich kenne das Symbol gar nicht. Ein Leuchtpilz. Für eine Weile könnt ihr in Kämpfen Miragen leichter fangen. Okay, den hätte ich doch schon kennen müssen. Den Klatschklauber befragen. Ach, das sind wieder die ganzen Gerüchte, alles klar. Ja, wenn ich jetzt hier mir die Gerüchte angucke, dann kann ich jetzt bei dem namenlosen Mädchen bestimmt wieder ein paar Kämpfe bestreiten. Ich habe ja sehr viele Alma-Kristalle. Na egal, hier gibt es erstmal einen kleinen Cut und dann lasst euch überraschen, wo ich wieder reinschalten werde. Also bis gleich.
Bevor wir die Plejaden jagen, machen wir doch erstmal einen kleinen Abstecher und zwar hier zu dieser Konsole. Denn wir haben jetzt die Möglichkeit, die Minispiele zu zocken und da wir die in dem normalen Durchlauf noch gar nicht gezeigt haben, machen wir die einfach so. Und ich weiß, dass wir auch bei jedem Spiel eine Trophäe bekommen können. Und ja, dann gehen wir eben das direkt mal heute an. Mal gucken, ob wir das schaffen. An einem Tag. So, erstmal hier Einhänder-Invasion. Was war das denn überhaupt noch einmal? Ah, Metidos, alles klar. Ja, ihr seht schon, wir haben hier einen Balken. Und wenn ich jetzt den Kreisknopf gedrückt halte, dann geht der Balken immer so. Also der linke, der hier, nach oben und unten. Und wenn ich jetzt loslasse, dann schießt der Ball einfach nach vorne. Und ich kann eben hier so ein bisschen hin und her switchen. Ja, wir brauchen Punkte. Ich habe nur keine Ahnung, wie viele Punkte. Ja, und das war scheiße. Haben wir schön drüber geschossen. War kompletter Fail. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie viele Gegner generell hier kommen. Und wie viele Punkte ich brauche. Ich war bei. Oh, da haben wir fast Glück gehabt. Na, egal. Also, ich bin bei 2100 stehen geblieben. Und er sieht so aus, als ob wir ihn easy kriegen könnten. Naja, zumindest haben wir einen schon mal bekommen, der dicke Punkte gab. Jetzt habe ich 800. Und wir haben halt nur drei Versuche. Also drei Fehlversuche. Und das Problem ist, wenn du halt die Bahn nicht kennst, ist das schon blöd. Na, das war auch blöd, weil ich gedacht habe, der geht noch weiter. Ja, das könnte jetzt eine kleine Herausforderung werden, weil das Problem ist bei dem Spiel Trial and Error. Was anderes kannst du ja nicht machen. Das Gute ist aber, die Gegnerhorden, die scheinen immer in der gleichen Art und Weise zu kommen, wie wir es gerade gesehen haben. Das heißt, irgendwann, lass mich vielleicht so 20, 30 Mal das Ding hier machen, dann müsste ich irgendwann auch die Trophäe bekommen. Tja, also ich gebe mein Bestes und beim besten Versuch schalte ich einfach wieder ein, damit man sehen kann, wie es gemacht wird. Oh, wir haben echt daneben. Ach, das gibt's nicht. Ich hasse es. Ich hasse dieses Scheißspiel. Na! Gibt's doch einfach nicht. Es gibt's doch einfach nicht, dass wir hier permanent, vor allem immer am Schluss, dass uns die Punkte am Schluss fehlen. Also das Spiel kann einen wahnsinnig machen. Und vor allem kann es gut. Das Spiel macht mich wahnsinnig. Das hätten sie irgendwie einfacher machen können. Nicht müssen, aber auf jeden Fall können. So, ich probiere es jetzt nochmal. Jetzt. Ah, wieder zu lasch. Es war wieder zu lasch, aber für den zweiten reicht's. Ne, warte mal, ich mach mal wieder. Ich fange mal von vorne an. Tja. Na, mal gucken, vielleicht klappt's ja jetzt besser. Also als erstes den hier oben. Der sollte kein Problem sein. Ach, das gibt's doch einfach nicht. Na klar, wir versuchen es nochmal. Ganz nach oben, also hier so. Boah, immerhin. So, der zweite kommt auch schon direkt mal auf den Fuße. Das war scheiße. Ach, trotzdem hat aber dennoch gereicht. So, jetzt wird's spannend. Der hier, der ist ätzend. Wann machen wir's? Jetzt vielleicht? Jetzt. Ja, es hat gereicht! Es hat gereicht, gibt's ja gar nicht. Ja, und somit haben wir schon mal 400 Punkte mehr, die wir vorhin nicht hatten. Ein sehr großer Bonus. Ein sehr, sehr großer und guter Bonus. Das ist die Frage, ich hoffe, ich könnte zu weit sein. Oh, erwischt, Gott sei Dank. 1200 Punkte, okay, das ist bis hierhin das meiste, was ich hatte in der Anfangsphase. Ja, den lasse ich. Der ist mir komplett egal. So, den holen wir uns wieder. 150 Punkte, die wir wieder verbuchen können. Jetzt müsste noch mal einer kommen, oder? Ja. Ja, auch den holen wir uns. Und jetzt müsste auch schon der nächste 500er kommen, kann das sein? Nee, noch nicht.
Aha, aber trotzdem haben wir den bekommen. Sehr schön, sehr schön. So, und jetzt hoffe ich, dass ich da nicht verfehle. Da ist er. Da ist er, der 500er. Müsste gut aussehen, oder? Yes! Vor allem 500 Punkte. Perfekt. Boah, aber auch gerade so noch die 100 bekommen. 2250. Und ich habe noch 3 Leben. Das ist bisher das Beste, was ich geschafft habe. So, jetzt kommt die blöde Phase, wo ich einfach nur abwarten muss. Bloß nicht übermütig hantieren. Weil die fliegen ihre komischen Kurven. Und die zu treffen mit der Verzögerung des Schusses von Tidus ist eine Kunst. Gibt bestimmt welche, die das können, aber ich mache das nicht. Da habe ich keinen Bock. Da habe ich keinen Bock und den muss ich jetzt irgendwie erwischen. Die Frage ist wie. So ist gut. Müsste man kriegen, oder? Yes, und vor allem wieder 500 Punkte, sehr schön. Und weiter war ich noch nicht. Weiter war ich noch nicht. Oh, die Bahn sieht gut aus. Ich hätte schießen können, wa? Na super. Der eine hat uns erwischt, der zweite aber dann nicht. Den konnten wir noch abschießen. Ey, und nu? War's das? Ne, es geht weiter. Es geht noch weiter. Nein! Nein! Ich hab mich verdrückt! Scheiße! 375, ne? Auf jeden Fall hat der gesessen. Tja, wenn ich wüsste, wie viele Punkte ich brauche. 3000 scheint realistisch zu sein. Ich meine, ich war jetzt bei 2000, 2500 bei einigermaßen guten Versuchen, die ich als gut bezeichnen würde. Und 3000 ist schon jetzt so ein Highlight. Wir nehmen aber trotzdem alles mit. Vielleicht sind es... Oh, es wäre so mies, wenn die Punktzahl bei 3500 liegen würde. Okay, haben wir die auch geknackt. Ich weiß nicht. Oder sind es sogar 4 oder 5000? Jetzt wiederholt sich's. Jetzt wiederholt sich's. Es kann sein, dass jetzt nochmal von hinten einer kommt. Tatsächlich, es ist... Es ist das Gleiche. Das war übermütig. Neue Bestleitung. Ja, Trophäe! Blitzballast! Yes, alles klar. Nee, bloß nicht. Bloß nicht nochmal. Bloß nicht nochmal. Okay, so kann man die Trophäe schon mal holen. Also, hier hilft wirklich nur üben. Und an der Stelle starten wir eine Nachvertonung. Wir spielen das Spiel Sandgemenge und wie funktioniert's? Ihr seht schon, ich greife an und da stand gerade resistent. Da oben hat der Gegner angegriffen, das ist immer im Wechsel. Wir haben 3 Figuren. Einer hat 3 Lebenspunkte, einer eine und der andere eben 2. Und wir dürfen immer im Wechsel angreifen. So. Jetzt habe ich ja nach unten angegriffen. Und da stand resistent. Das heißt, in dem Feld, wo ich gerade verfehlt habe, weiß ich, irgendwo im Umfeld ist noch irgendein anderes Monster, was ihnen auffällt. Und hier hatte ich eben Glück. Ich habe einfach per purem Zufall einfach die linke Seite genommen, habe den getroffen. Und dann habe ich einfach den zweiten Schlag auch glücklicherweise ausführen können, weil der Gegner nicht wusste, dass ich rechts meine Figur habe. Also das war jetzt am Anfang relativ viel Glück. Also ein Schlag geopfert, dann im zweiten Teil perfekt getroffen. Ja, und hier macht es mir der Gegner ein bisschen einfach, weil er agiert so cool, dass ich ein bisschen besser einschätzen konnte, wo er stehen könnte. Und auch hier habe ich wieder ein bisschen Glück gehabt. Also er hat ja am Anfang ein paar Mal daneben geschlagen, der Gegner. Das habe ich mir auf einem Zettel notiert, wo das gewesen ist. Und wenn man das auch macht, dann gibt es dann nur ein paar Möglichkeiten, wo sich der Gegner aufhalten kann. Ja, und da muss man so ein bisschen logisch halt auch nachdenken. Also ich habe das, wie gesagt, mit Hilfe des Zettels gemacht. Und einmal anvisiert und getroffen, ist der halt ziemlich einfach. So, jetzt ist der auch schon mal weg, bleibt jetzt noch einer übrig. So, das habt ihr gesehen, er hat, also der Gegner hat jetzt dort in die Mitte angegriffen. Und damit wissen wir auch schon, wo er sein könnte. Aus dem Wissen heraus, dass der vorher ja auch schon angegriffen hat, können wir ein bisschen einschätzen, wo er sein könnte. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Ja, ich habe überlegt, was mache ich? Ich gehe auf meine Einer-Figur
und muss irgendwo halt links hinschlagen, um es einzugrenzen. Ich mache nicht in die Mitte, ich mache nach oben. Da steht verfehlt. Und dieses verfehlt ist eine sehr wichtige Information, weil ich jetzt weiß, alles klar, er kann in dem Umfeld von dem verfehlt Feld, was ich gerade angesetzt hatte, nicht mehr stehen. Und da er angegriffen hat, links von mir und über mir, obwohl er da dort nicht stehen kann, bleibt hier glücklicherweise nur ein logischer Schluss übrig, und zwar muss er sich dort befinden, wo meine Figur steht, die 3 Lebenspunkte hat. Und da hatte ich einfach Glück, dass der Gegner mir eben auch diese Hinweise so genau perfekt gab, dass ich dann diese Runde innerhalb von weniger als 10 Züge auch schaffen konnte. Und warum ist das jetzt so interessant und spannend? Das ist deshalb interessant, weil wenn wir das schaffen, innerhalb von 10 Zügen dieses Spiel zu meistern, können wir den Maduin bekommen. Ich wusste das nicht mehr. Ich habe hier an der Stelle online nochmal nachgeguckt nach dem Trophäenleitfaden, weil es mich gewundert hat, dass ich die Trophäe nicht bekam, weil ich habe es ja schon mal innerhalb von 10 Zügen geschafft. Aber nur eben in meiner Wohnung unter Minispiele. Und als ich dann online nachgeguckt habe, Mensch, wann gibt es denn die Trophäe? Also ich wusste es einfach nicht mehr. Da stand da, du kriegst hier die Trophäe, wenn du dieses Spiel, Sandgemenge, 10-mal gewinnst. Boah, da habe ich schon ein bisschen gekotzt, weil das Spiel zieht sich schon in Länge. Und vor allem, du musst es gewinnen. Kann auch manchmal passieren, dass du hier verlierst und dann gehen ein paar Minuten halt auch weg. Und dann habe ich eben rein zufällig nochmal die Info gelesen, wenn du das schaffst, innerhalb von 10 Runden bei einem Stellvertreterkampf zu gewinnen, kriegst du den Maduin. Oh, da habe ich mir das erste Mal in den Kopf gefasst, weil ich hätte es ja schon haben können. Und genau das passiert. Jetzt haben wir es geschafft. Es war eine sehr glückliche Runde. Und Terra wird gerade angegriffen. Na, es wurde ja sie sonst nicht bei diesem Stellvertreterkampf. Wer nicht weiß, was ein Stellvertreterkampf ist, das sind alles die Sachen, wenn ihr in den Raum geht, wo das namenlose Mädchen ist, haben wir ja die Möglichkeit, durch das Eintauschen von Alma-Kristallen Kämpfe für unsere, ja, kleinen Helferlein zu machen. Und das ist eben einer dieser Kämpfe. Und da ist er auch schon. Schaut mal, wie geil, oder? Ich meine, woher zum Teufel soll man denn bitte wissen, dass wir hier an der Stelle den Maduin bekommen können? Das kriegt doch keine Sau raus, durch das normale Durchspielen. Also voll fies. Das ist wieder so eine richtig fiese Stelle. Und ich weiß auch nicht, ob wir den Maduin später bekommen könnten, wenn wir ihn vielleicht im Kolosseum besiegen, falls er dort aufkreuzt. Habe ich echt keine Ahnung. Also ich bin froh, dass ich ihn per purem Zufall innerhalb meiner 10 Runden, die ich ja sowieso machen musste, bekommen habe. Hätte ich jetzt 10 Siege einfach so eingeheimst, ohne dass ich das geschafft hätte, weiß ich nicht. Hätte ich, glaube ich, auch erstmal nicht weiter gemacht. Ich hätte dann darauf gehofft, dass wir den irgendwann später bekommen. Aber so hat sich das für mich erledigt. Ich bin froh, dass ich ihn habe. Und ja, finde ich gut. Kann ich da einen Haken hintersetzen. Und so kann man es machen. Also wer hier auch innerhalb von 10 Runden das machen möchte, ich kann euch nur so empfehlen, meine Strategie war gut. Positioniert die Menschen so, wie ich das hatte. Und dann greift immer so am Rand an. Im optimalen Fall habt ihr 2 Züge, wo ihr verfehlt, dann wisst ihr aber, ihr könnt schon mal 6 Felder wegstreichen, wo der Gegner schon mal nicht sein kann. Und das sind übelst wichtige Informationen. Na, da muss man einfach ein bisschen Glück haben, dass die Gegner auch dann so gut stehen. Ja, jetzt habe ich hier den 10. Sieg eingeheimst. Der Beweis, da ist die Platin-Trophäe und hat auch gar nicht so lange gedauert. Also für die Blitzball-Szenerie, da habe ich auch nur 20 Minuten weggeschnitten. Kam mir länger vor, also das Spiel beim Blitzball ging mir tierisch auf die Klötzer. Und hier hat man es über die Zeit einfach gebracht. Ja, dann Schlag den Kaktor ist einfach auch so ein Glücksding. Ich habe jetzt dafür, weiß ich nicht, vielleicht 20 Minuten gebraucht. Da muss man einfach immer nur reingehen und hoffen, dass per purem Zufall die großen Kaktoren kommen. Oder wie hier der Kaktor Schaffner. Und habt ihr gesehen, was ich für ein Glück hatte? Am Anfang kam schon ein großer Kaktor, da hat es 1000 Punkte gegeben. Plus jetzt 10 Sekunden und 500 Punkte durch den Schaffner. Und hier haben wir nochmal einen großen. Das ist fett. Das ist einfach komplett fett. Man braucht hier 5000 Punkte. Ich habe mich in den ersten Runden gefragt, wie soll ich denn da schaffen? Aber mit ein bisschen Glück. Also spätestens hier wusste ich, ich habe noch eine Minute und muss nur 1800 Punkte bekommen. Sollte kein Problem sein. Und ja, war es auch nicht. Wir gucken uns nochmal an, wie das Ganze hier funktioniert. Ich hätte sogar auf 6000 Punkte kommen können.
Aber da habe ich eben ein paar Fehler gemacht. Und die Schläge, die reichen aus für 3 erfolgreiche Treffer. Ich habe das vorher probiert, dass ich alle 4 treffe. Habe ich aber nicht hinbekommen. Ja, dann habe ich hier den Schaffen auch leider übersehen. Und man sollte vielleicht am Anfang doch erstmal ein bisschen gucken, ob der Schaffner irgendwo aufkreuzt. Mir war es Wurst, weil... ich bin ja eh auf die Punkte gekommen. Und im Endeffekt kann ich ja sogar noch ein bisschen froh sein. Weil hätte ich jetzt diesen 1000er Kaktor jetzt nicht bekommen, dann wäre es knapp gewesen hinten raus. Dann wäre es sogar noch mal knapp gewesen. Ja, aber so kann man eben dann diese Runde hier machen. Also hier ist es einfach nur gar nicht mal üben, sondern einfach nur immer wieder rein. Rein, 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 bis man das geschafft hat. Und dann haben wir nämlich auch schon die 3. Trophäe. Ach ja, schön, schön, schön. Und auch das erfolgreich geschafft. Jetzt kommen wir noch zum letzten Spiel. Und das letzte Spiel, das fand ich sogar am besten und schönsten. Leider hat es auch hier gar nicht so lange gedauert, bis ich da durchgekommen bin. Also deswegen mache ich mal hier eine Einschätzung. Wer wissen will, wie das Spiel hier funktioniert, wir haben 3 Miragen. Feuer, Blitz und Eis. Und wenn ein Eismirage vor uns aufkreuzt, müssen wir den X-Knopf drücken. Der ist ja witzigerweise auch blau. Man hat sich also dabei was gedacht, finde ich cool. Wenn der Frifri auftaucht, ist also das Feuermonster, dann müssen wir den Kreis-Button drücken, der ist ja rot. Und bei Blitz einfach den grünen Dreiecks-Button. Richtig cool und das ist gar nicht so einfach. Also am Anfang kommt man hier noch sehr oft durcheinander. Das Coole ist, man muss hier lediglich auf den Sound auch nur hören. Man muss gar nicht hingucken. Wenn man jetzt die Augen schließt und einfach auf den Sound hört, kann man auch den richtigen Knopf drücken. Vielleicht hilft das euch irgendwie besser weiter. Naja. Ja, wir gucken erstmal an. Vor allem die Runde, die war auch sehr knapp. Aber ich wurde halt hinten raus immer besser und auch die Zeit für die Trophäe war immer kürzer. Warum auch immer. Also ich habe für das Blitzbeispiel zwar nicht am längsten gebraucht, aber es hat mich am meisten gefrustet. Am längsten hat auf jeden Fall das Sandgemenge gedauert, weil 10 Runden gewinnen, boah, widerlich. Aber man hat es geschafft. Dann die Kaktorschlacht, die war sehr einfach und das war auch sehr einfach. Also insgesamt war es generell gar nicht schwer. Ich habe jetzt mal auf die Uhr geguckt. Es sind noch nicht mal 2 Stunden gewesen für alle 4 Trophäen. Ich habe echt gedacht, das würde mich mehr Nerven kosten. Aber hat's nicht. Finde ich gut. Beim Blitzball habe ich auch nur 20 Minuten rausgeschnitten. Kam mir wesentlich länger vor. Aber okay, finde ich gut. Dann bin ich auch froh, dass ich am heutigen Tag, jetzt hier nach der Arbeit, das hier auch abhaken kann. Wir haben jetzt den Story-Fortschritt gesehen. Wir haben jetzt hier die Trophäen gesehen, wie wir sie alle 4 durch die Minispiele bekommen können. Und... also, ich denke, da sollte keiner jetzt Probleme haben. Das Einzige, wo man Probleme haben könnte, wäre meiner Meinung nach das Sandgemenge mit dem Marduin. Weil da braucht man ja unwahrscheinlich am Anfang einiges an Glück, um den richtigen Mirage zufällig eben auch zu treffen. Und wenn man das nicht hat, tja, dann wird man das Spiel hier wahrscheinlich verfluchen. Also, ich bin so dankbar, dass das wirklich nicht so lange gedauert hat. Also, 2 Stunden ist echt in Ordnung. Für 4 Trophäen finde ich... finde ich super. Ja, jetzt gucken wir uns da den Marduin auch nochmal an. Und ich glaube, den lasse ich auch. Da habe ich mal endlich ein richtig schön ansehnliches Erdmonster. Richtig, richtig cool. Ich bin zwar von seinen Fähigkeiten nicht ganz so überzeugt, aber ich lasse den trotzdem erstmal drin. Man kann dann nicht wissen, was später kommen wird. Weil wenn der so schwer zu bekommen ist, dann muss der irgendwie auch eine krasse Überfähigkeit haben. Vielleicht eine gute Resistenz, die wir später irgendwann brauchen, keine Ahnung. Ja, freut mich, aber dann bin ich mal gespannt, was wir dann morgen machen. Ich denke, morgen gehen wir auf die Jagd der 4 Plejaden, die wir freigesetzt haben. War ja unsere Schuld. Und ja, dann holen wir uns die einfach. Dann holen wir uns die einfach und dann geht's mit der Story weiter. Das soweit der Plan. Wer jetzt noch Fragen hat, muss einfach diese Frage reinstellen in den Kommentaren. Und ab der heutigen Folge konzentrieren wir uns nicht nur auf das Durchspielen des Epiloges, sondern wir werden jetzt Schritt und Schritt alles das machen, um die Platin-Trophäe auch zu holen.
Ach, da freue ich mich. Jetzt wird es endlich mal so ein bisschen spannend und cooler, weil wir nicht einen stupiden Pfad nach vorne gehen müssen. Weil jetzt können wir uns frei entscheiden, was wir als nächstes machen, welche Trophäe wir uns holen werden. Und bin ich gespannt, wie schnell und gut wir das hinbekommen. Ja, das war's aber für den heutigen Part. Ja, ich gucke, was ich hier gerade noch mache. Ach, ich wollte nochmal den Kampfstapel umändern, weil ich sehen wollte, wie der Marduin sich im Team einfach mal so macht. Ja, cool, oder? Er hat uns auch auf dem Arm. Sieht sehr erhaben aus. Finde ich cool. Na egal. Das war's aber wirklich. Rinnehauen und bis zum nächsten Part. Tschüss.